Hola, Nana Stumm auf dem Kanal Matri Wissen und heute, wie schon angekündigt, spreche ich mit Kamra Skadé über ihr Buch Geschichtenklang. Tada! Und ja, über die Notwendigkeit, neue Geschichten zu erzählen, was Geschichten mit uns machen. Ja, Kamra kennt ihr. Sie macht immer wieder auch ganz, ganz schöne YouTube-Videos. Es gibt hier auf meinem Kanal eine Playlist, die habe ich Seelennahrung genannt. Und da gibt es einige kurze Videos hier von mir. Also Geschichten und der Schöpfungsmythos der Pueblo-Indianer ist damit drin und so. Es gibt aber auch von Kamra und von noch ein paar anderen Leuten kleine Videos, die ja, uns nähren können. Genau, das mal so am Rande. Unten ist natürlich auch Kamras Homepage verlinkt und ihr YouTube-Kanal. Also guckt euch da gerne um und jetzt erstmal viel Spaß bei den zwei Teilen unseres Gesprächs zum Thema Geschichtenklang. Was du auch sagst, bei unseren Medien stellen sich oftmals Vergiftungssymptome ein. Also erstmal denke ich, dass es eine Zeit ist, die es zuvor noch nie so gegeben hat, dass Menschen so bombardiert werden, dass wir von früh bis spät so massiv viele Geschichten und unterschiedliche Narrative haben, durch die Werbung, durch die Medien, durch das Internet. Also am wenigsten nur die Menschen unserer Gemeinschaft oder von unserem Dorf oder von unserer Nachbarschaft, sondern so von außen. Also eine Überfülle. Eine Überfülle, so ein Overkill von Informationen, von Geschichten, von Erzählten, nimmer unterscheiden können, was ist überhaupt wahr, was hat wirklich stattgefunden, was hat wie stattgefunden. Also wenn ich es aus erster Hand erfahre, dann ist es alles immer nur naheliegender und überprüfbarer. Und es wird immer weniger überprüfbar. Also zwischen Wirklichkeit und Fiktion ist es so, geht es so hin und her? Welchen Nachrichten und Informationen glaubst du überhaupt noch? Und wie kannst du aus der Fülle jetzt rausfinden, was für dich stimmt, was ist die eigene Wahrheit? Und diese vielen Eindrücke ist, wie wenn ich an einem Buffet stehe und einfach heillos in mich reinstopfe, bis mir schlecht ist, bis ich kotzen muss. Und entweder ist es so, dass all diese Eindrücke einen Ausdruck bräuchten, also wie so eine gute Ausscheidung, und mehr denn je eine Überprüfung, was tut mir gut. Also wie, das ist ja eine Nahrung, Geschichten sind ja eine Nahrung, also wir essen mit den Ohren. Wir essen mit den Ohren, wir essen Geschichten mit den Augen. Eine Einverleibung zu sagen, welche Geschichten tun mir gut, das einfach mal zu überprüfen. Was ist bekömmlich? Was ist meiner Gesundheit dienlich? Und wo wird es mir schlecht? Wo stellt sich ein Zustand ein, wie wenn ich sage, ich esse einfach sehr ungesundes Essen oder viel zu viel oder zu einer Tageszeit, wo es überhaupt nicht bekömmlich ist? Also mir bestimmte Nachrichten reinzuziehen, kurz vorm Schlafen gehen oder Krimis oder sonst was, ist ähnlich unbekömmlich, wie wenn ich mal um 10 Uhr abends Schweinshaxen reizig oder so, auch zu sagen, das als Nahrung zu verstehen. Als Brainfood, als Herznahrung, als, ja, und das zu überprüfen und da die gleiche Sorgfalt walten zu lassen und zu sagen, was ziehe ich mir rein an Geschichten, was, wo bin ich aufmerksam und lasse es sein. Gerade jetzt diese ganze Corona-Zeit. Die Nachrichten, die Bombardements und Geschichten können auch über Bilder erzählt werden. Also ich kann die Narrative über Worte, über Bilder oder über beides rüberbringen und dann wirklich mal hinzuspüren, was macht es? Was macht es, wenn ich das Wort höre, wenn ich das Wort höre, wenn ich diese Geschichte höre oder eine andere Geschichte höre? Wo wird es ruhig? Wo ist es tröstlich? Also gute Geschichten heilen, gute Geschichten trösten, gute Geschichten initiieren, inspirieren, regen mein Denken an, bringen mich zu mir selber zurück, dass ich sage, ah, diese Geschichte macht mich frisch und wach, die ist gut bekömmlich.
Es gibt natürlich auch Pralinengeschichten. Es gibt ja Menschen, die beschreiben die Welt so, dass es dir so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Die haben so eine Gabe, die Welt so zu beschreiben, dass es das Herz erfreut. Und andere Menschen beschreiben die Umgebung und die Welt so, finde ich, dass es ganz schwierig ist. Oder so dieses, ich mag das eigentlich gar nicht so hören. Und dann die Überprüfung, wie beschreibe ich die Welt? Was für Geschichten ist das, was ich rausgebe? Was sind meine Geschichten, meine Narrative? Sind die bekömmlich für andere? Erfreuen die, inspirieren die, irritieren die, locken die? Für andere, aber zuerst ja auch mal für mich selbst. Weil ich meine, ich selbst erzähle ja vermutlich die Geschichte mehrmals. Das heißt, ich bin immer wieder damit konfrontiert, wie ich mich da äußere. Und im Grunde genommen ja, zementiere ich so ja auch meine Überzeugungen, meinen Blick auf die Welt und manifestiere so ja auch, oder? Ja. Also ich kann eine Geschichte durchs mehrfache Erzählen verfestigen in beide Richtungen. Dass ich mir wie Steine auf den Weg spreche, über die ich immer drüber steigen muss, zum Beispiel, ach ja, ich konnte ja noch nie so gut singen und meine Stimme ist ja eh nicht so stark. Oder es ist die Geschichte meiner Singstimme, die wie Blumen auf den Weg spreche und sag, ich bin eine, die mutig und voller Freude ihre Stimme genießt, denn es ist die beste, die sie haben kann. Und ihre Lieder in die Welt singt. Denn wenn sie es nicht tut, wird es niemand anders für sie tun. Es ist eine andere Geschichte. Und es ist einmal eine Geschichte, die etwas in mir stärkt und das andere Mal wäre es eine Geschichte, die mir so Art wie, ja, Gefangene von diesem meine Stimme ist, nicht so besonders sein lässt. Und darin gibt es eine Freiheit. Also im Grunde genommen haben wir ja nicht nur diese Freiheit, sondern auch eine Verantwortung, mit unseren Geschichten eigentlich gut umzugehen, oder? Und nährende Geschichten für uns zu finden, für uns persönlich, aber auch für die Gesellschaft, für die großen Zusammenhänge. Ja, eine Verantwortung, ja. Wobei sie bei mir da so eine Milde gibt. Also so eine Altersmilde, die da sagt, möglicherweise musst du eine schwierige Geschichte so lange erzählen, weil wenn ich zum Beispiel oder wenn wir zu irgendjemandem sagen, merkst du eigentlich, dass du Gefangene deiner Geschichte bist? Wenn das reif ist zu pflücken, dann wird die sagen, ah, peng, jetzt wo du sagst, wunderbar, danke, ah und so weiter und ist bereit, eine neue Geschichte, diese Geschichte auszuatmen, diese Geschichte nochmal zu sehen und loszulassen und eine neue zu erzählen. Und also diese Altersmilde in mir sagt, wenn es aber nicht reif ist, diese Frucht zu pflücken, dann könnten wir sagen, was wir wollten. Dann ist es eventuell so, dass eine diese Geschichte noch 3 Jahre erzählt, bis sie die Schnauze voll hat und einfach sagt, es reicht jetzt. Oder jetzt ist es reif, jetzt gibt es die Erkenntnis. Jetzt möchte ich diese Geschichte verändern. Umschreiben, fortschreiben, neu schreiben, sie hinter mir lassen, in eine andere Freiheit gehen.